geht ab, meine lieben Freunde, euer Ernesto hier und herzlich willkommen zum nächsten Resident Evil Shadow of Rose Let's Play. Freunde, heute geht es weiterhin mit diesem Horrorspiel und ich habe gar keinen Bock, weil letzte Folge habt ihr gesehen, die ganzen Puppen da, das hat mich verrückt gemacht und jetzt steht die auch noch direkt vor uns, diese eine Puppe da. Ehrlich, gar kein Nerv, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, zeigt Liebe in den Kommentaren für den Algorithmus und man kann das Spiel leider nicht auf Ego-Perspektive umstellen. Das haben ein paar Leute reingeschrieben, deswegen, das geht nicht. Und ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da ist die Puppe. Ewa, Puppe, was geht? Oder ich habe gar keinen Bock, wir kamen mehr. Nein, nicht wieder runtergehen, du Dumme. Oder ich krieg Panik. Oh Mann. Ich schwör, diese Puppe macht mir Angst, Alter. Warte mal, was haben wir jetzt? Wir haben drei Puppenposen, ne? Mit Catalina, was steht da drauf? Catherine und Lucy. Oder gar keinen Bock mehr, Alter. Ich habe gerade wirklich diese Horror-Feeling wieder, ne? Jetzt ist Resident Evil wirklich Resident Evil, Mann. Boah, ich krieg Panik. Ich mein's ernst. Ich schwör's dir, ich hatte davor nicht so viel Angst bei dem Spiel, ne? Aber jetzt gerade mit diesen Puppen. Ich glaub, alles, das macht mich gerade verrückt. Ich mein's ernst. Okay, wir brauchen vier Stück. Wir haben aber nur drei. Wir haben nur drei, richtig? Ja, wir haben drei. Und ich glaube, wir müssen hier gar nichts gucken, Alter. Hier waren wir da auch schon. Hier haben wir ja den Schlüssel bekommen. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Höchstens vielleicht in dem Schrank, da ist irgendwas? Nee. Wir müssen nämlich in diesen anderen Raum, wo wir eine Puppe bekommen haben. Da gab es ja auch noch was. Ach du Scheiße, Bruder. Wie sich das anfühlt gerade, wie dieses Horrorspiel Silent Hills. Silent, deine Mutter! Habt ihr das gehört? Das war der Vater von der. Kachi, Kachba! Tut. Ich hab gesagt, er soll mal mit dem Briefkasten rauskommen und mit den Briefe prüfen. Der Wichser. Mit dem gesagt, er soll das tun. Ach, hier gibt's drei. So. Hier gibt's drei Stück. Was steht da drauf? Also hier muss auf jeden Fall safe das hier drauf mit diesem Geschenk. Entweder so oder so. Lucy, wir gucken mal erstmal die. Ob das passt? Ja, das passt mit dem Geschenk, so wie die das hält. Okay, zwei Finger. Da brauchen wir einen Finger. Für dieses Ding. Entweder das kann sein. Ja, perfekt. Perfekt. Und hier. Da haben wir ja die dritte bekommen. Das muss ja die sein. Und die lacht die aus, so nach dem Motto. Muss ja. Muss. Ja. Das ist die letzte Puppe, die wir brauchen. Schwarzhaarige Puppe. Oh mein Gott. Die kenne ich sogar noch. Kennt ihr die noch vom Hauptspiel? Nimm mal die Puppen hier mit. Ich glaube, jetzt wird's ekelhaft. Jetzt wird's ekelhaft. Weil jetzt müssen wir in den Hauptraum zurück und die vier Puppen einsetzen. Und der Weg dorthin wird der schlimmste Weg, den es gibt. 100%. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Was ich mir wieder antun muss für euch hier, Alter. Ihr Säcke. Wir haben scheiß Horror spielen, Alter. Ey, komm nach L.A. Ab in den Süden. Stell die Scheiße jetzt hier ein, bitte. Bitte, oh mein Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Auf einmal steht die vor mir, Mann. Okay, so, Lucy haben wir hier. Was hält die denn da, ist die Frage. Was macht die da? Oder lass die Lucy doch da. Jetzt haben wir alle vier Stück. So, jetzt müssen wir die irgendwie hier positionieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier die schwarzhaarige Puppe hin muss. 100%. Kann ich mir gut vorstellen. So, die schwarzhaarige. Gehen wir hier drüber, machen wir mal gucken. Alter, diese scheiß Puppe. Etikett unlesbar. Das hier kann sein, oder? Ja. Feuer. Und jetzt hier packen wir die hin. Aber die ist irgendwie falsch. Irgendwas ist falsch. Nein, wir müssen, glaube ich, zwei tauschen, Leute. Die zwei müssen wir tauschen, 100%. 100%. Und zwar muss die hier, die Catherine, hin. Nein, was mache ich da, Bruder? Guck mal, wie lost ich bin gerade. Was mache ich denn da? Das war das Holz. Das hält die mit zwei Händen. Genau so. Zack. Ja, ich und mein Holz. Und hier packen wir das mit einer Hand hin. Genau so. Ganz easy. Ehrlich.
Fick dich einfach. Geil, der hat fick dich gesagt. Geil. Schlüssel zum Sicherungskasten. Oh Gott. Oh, sie ist tot. Wie traurig. Was ist das denn? Aua! Wer ist da am Telefon? Gott, Rose, suchst du immer noch nach dem Kristall? Also gut, ich helf dir. Nimm den Aufzug und komm zu mir. Auch wenn Mami bestimmt sauer ist, wenn ich dir helfe. Wer bist du? Ach du. Digga, wo ist diese Puppe hin? Ey, ich hab keinen Bock, hier weiterzugehen, Digga. Das ist Bruder. Ey, wirklich, das ist bisher die schlimmste Stelle von Resident Evil. Sag ich so, wie es ist von dem ganzen Let's Play bisher. Es ist Let's Play Status. Lass uns ein Spiel spielen. Bruder, bitte. Geh zum verdammten Sicherungskasten! Kasten! Was ist denn mit Kasten los? Wenn du dich erwischen lässt, ist das Spiel vorbei. Bitte steck den scheiß Schlüssel hier rein. Steck ihn rein. Und yalla, goodbye. Bitte. Ach da. Die Sicherung holen. Ach, fickt euch doch ins Knie. Jetzt muss ich wirklich noch eine scheiß Sicherung holen. Okay, wir sind hier. Wir müssen wieder... komplett zurück ins Schlafzimmer. Oh nein, Digga, bitte. Wir sind doch Freunde, oder? Bringst du mir die Sicherung für den Aufzug? Oh mein Gott, was war gerade dieses Rote? Das war dieses scheiß Schild. Ich speichere jetzt erstmal. Ist mir scheißegal. Don't look away. Die Tür ist offen. Oh mein Gott, guck mal da hinten die Puppe. Lass dich nicht von Mami erwischen. Lack Maniac! Die lasse dich. Oh mein Gott! Sollte das so sein? Ich glaube nicht. Okay. Das ist mir zu viel gehabt mit diesen scheiß Puppen und so. Ich hasse Puppen. Don't look away. Oh mein Gott! Oder ist das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hinter mir. Oh mein Gott, es sind sogar zwei Puppen da. Oder ist das krank? Ich schwöre auf alles, das ist zu krank, ne? Ich habe mich gerade so erschrocken. Auf einmal ist da noch eine. Halt die Fresse, Alter. Verdammt!
Bruder, das sind auch noch zwei. Ich schwöre, das ist zu krank, ne? Bruder, ich schwör auf alles. Was ist das für eine Scheiße hier? Ey, war das krank gerade. Ich schwör alles. Warum fährt er nicht los? Bitte, es reicht, es reicht. Wieso machst du das? Du willst den Kristall. Richtig. Weißt du, wo er ist? Ich habe ein paar Freunde für dich eingeladen. Spiel mit ihm. Dann sag ich's dir vielleicht. Bitte nicht, Alter. Es ist so krank. Ey, es reicht doch, Freunde. Was ist denn jetzt los? Ey, Bruder, das ist, ich schwör's dir, es reicht. Ich hab keinen Bock mehr, ne? Wirklich, ich hasse Puppen. Was ist das für eine Kameraperspektive? Voll weit weg auf einmal. Oh, arme kleine Rose. Oh, jetzt sind wir selber so klein wie eine Puppe. Da hinten im Schlafzimmer. Lass uns verstecken spielen. Schaffst du es bis zu mir, ohne geschnappt zu werden? Wer soll mich denn schnappen? Sie dürfen mich nicht sehen. Ich vermute mal, ich muss da lang. Mit dieser Musik ist das ja echt krank, Alter. Ich schwöre, das haben die echt geisteskrank gemacht. Ich mein's ernst, ne? Yalla, goodbye. Wir machen das hier gerade so gut, Leute. Was soll das bringen? Was hat das jetzt gebracht? Was hat das jetzt gebracht, diese Scheiße hier wegzumachen? Drüben geht's auf jeden Fall nicht weiter, ne? Und jetzt? Was hat das gebracht? Nein. Alter, was? Aber die töten einen, okay. Noch nicht ganz, wir sind noch nicht ganz. Wir haben auch nichts, was wir nehmen können hier, ne? Leben soll mal wieder normal werden, Leute. Was? Das fuckt mich gerade richtig ab. Alter. Junge, ist das krank. Ich mein's ernst. Das ist wirklich. Also, wer sich das einfallen lassen hat.
Der hat wirklich... Oh, so viele. Bruder. Indem ich sehe, bin ich tot. Ich muss doch irgendwas machen können. Also hier können wir safe nichts machen. Da oben. Perfekt. Wir haben die abgelenkt. Easy. Boah, das ist so verrückt, Leute. Ne, sorry, dass ich so wenig rede, aber Bruder, ich bin gerade wirklich so voll unter Schock immer noch so. Das haben die echt brutal gemacht hier. Auch mit der Musik, mit allem. Daraus kannst du einen richtig geilen Beat machen eigentlich. Das könnte von Nelson sein, ich mein's ernst. Das ist echt geil, Mann. Die Melodie. Ich muss nur an ihnen vorbei. Jetzt runter. Wir müssen irgendwie diese Dinger da wegbekommen, Alter. Bruder, was ist das für eine Geisteskarte? Das ist die heftigste Mission bisher, ne? Ganz komplett ernst. Hast du genug? Nein. Alter, wie schnell. Das ist so krank, Alter. Wirklich, das ist so krank. Ich mein's ernst. Jetzt hier aufpassen, Leute. Aber die sehen mich hier nicht. Okay, easy. Boah, da oben sitzen sogar auch welche. Ey, das ist wirklich krank, Alter. Mann, was ist das für eine Stelle hier? Ich muss nur an ihnen vorbei. An ihnen vorbei. An ihnen vorbei. Sag das so easy. Ich muss nur an ihm vorbei, ja. Das ist ja total easy, oder? Hast du genug? Mach doch! Jetzt bin ich am Arsch. Alle? Alle abgelenkt? Oder das ist heftig, ey. Das macht aber gerade unnormal Bock auch, ne? Bitte nicht wieder. Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieb mitspielen. Sie werden besser. Ich muss hier weg. Okay, können wir das benutzen? Kann man ihn damit auch betäuben? Meint ihr? Nee, ne? Safe nicht. Hä? Wie hat sie mich gesehen? Ich mein's ernst. Wie hat sie mich gerade gesehen? Eigentlich macht das gar keinen Sinn. Ich war doch gerade Dingens, Freund. Habt ihr gesehen? Ich hab mich doch vor ihrem Licht gestellt. Also eigentlich hätte sie mich gar nicht sehen können. Was sagt ihr heute Deutschland-Spiel, Freunde? Gleich spielt Deutschland, ne? Hella, Bruder, wie lange braucht die denn? Die ist so langsam, Alter. Gleich sind wir tot, ne? Da müsste, glaube ich, das Schlafzimmer sein. Liegt was? Liegt da. Wir sind wieder normal. Perfekt. Ja. Geil.
Alter, wie schnell. Egal. Digga, das ist wirklich krass. Ich mein's ernst, das ist wirklich krass. Ich hoffe, das hat irgendwo gespeichert. Stell dir vor, wir müssen so alles von neu. Das wäre krass, Digga. Das wäre wirklich krass. Oha. Direkt einfach hier gespeichert. Okay, die guckt immer hin und her. Eigentlich easy. Guckt wieder dahin. Aber hier, was ist das für ein Geräusch, Digga? Ey, cool. Ey, die ist voll cool, ja? Das ist so krank, Alter. Was ist das denn, Mann? Ne? Ist das brutal. Okay, wir müssen das... Es ist ein Timing. Es ist ein Timing. So, jetzt kommt die hier hin, jetzt kommt die hier hin. Jetzt, wenn die sich umdreht, genau dann. Eins, zwei und jetzt. Oh mein Gott. Warte mal, willst du mich verarschen? Alter. Ey, wie soll man das denn schaffen, Alter? Oh, es war gut, dass die mich gesehen hat. Das war sogar sehr gut. Helmut! Hä? Ey, Leute. Das ist ehrlich krank, ja. Das ist ehrlich krank. Ich bin, glaube ich, noch nie in einer Folge so oft gestorben oder erwischt worden. Und ich bin einfach gerannt um mein Leben gerade, ne? Ich bin einfach um mein Leben gerade gerannt. Alles von neu. Shit. Ich glaube, wir hätten danach erstmal kurz hier reingehen sollen, ne? Easy. Gar kein Stress, Leute. Gar kein Stress. Ey, wenn das so ist, dann sterben wir ab und zu. Das ist doch nicht schlimm. Ey, wie sie... Wann kann ich so weit gucken, diese Kachlaui, Alter? Geht die mir auf den Sack. Wir können auch immer Pause drücken und direkt neu starten, okay. Guck mal, wie langsam. Schneller, Bruder! Fuck die mich ab, ja? Das ist so kacke, dass wir hier einmal erwischt worden sind, ne? Das fuckt mich gerade richtig ab. Weil die ja so langsam jetzt läuft deswegen. Wie langsam. Hallo, Bruder, geht mir das auf den Sack. Gefunden! Eine Mutter wurde gefunden! Boah, kann man sich nicht selber heilen, ey? Wir müssen warten. Das ist jetzt voll nervig, die Stelle. Ey, wir haben so einen Bug. Wir müssen jetzt die ganze Zeit warten, bis sie sich erholt hat wieder. Und das passiert erst jetzt. Ja. So, jetzt müssen wir nochmal warten, Bruder. Was eine Stelle, ja. Und jetzt, guck mal, jetzt ist sie auch viel schneller. Merkt ihr? Das will ich auch mal sehen, was jetzt passiert. Oder? Bruder, das ist ja richtig krank, wenn du von der erwischt wirst. Das ist ja unnormal krank. Das ist wirklich krank. Habt ihr das gesehen? Junge, was war das denn? Ich weiß gerade echt nicht, wie wir diese Stelle schaffen sollen, ne? Weil wir können uns eigentlich gar nicht verstecken. Ich mein's ernst, das ist gerade echt schwierig. Da geht das auch von hier? Keine Chance von hier, Alter. Scheiße. Ich habe eine Idee habe ich noch, Freunde. Die probiere ich jetzt mal, okay? Noch zu weit weg. Bruder! Ey, wie krank ist das denn, Mann? Ich raste gleich komplett aus. Ich schaff meine Mutter. Wie soll man das schaffen? Ich muss ja das wegmachen, damit ich da wieder runter kann. Ey, ich raste gleich komplett aus. Ne? Gleich fliegen Controller, ne? Ich mein's ernst.
Und das ist genau so eine Kacke, dass wir genau hier diesen scheiß Schaden haben und die ganze Zeit warten müssen hier. Meine Güte, wie soll man das machen? Ich kann mich nirgendwo verstecken. So, ich mach jetzt einfach Ernesto da. Ist mir scheißegal. Ich kann mir die Eier lecken. Ja, fick dich gefunden. Deine Mutter habe ich gefunden, Alter. Ich muss das scheiß Ding hier wegkriegen. Aber wie soll das denn gehen? Die kommen von beiden Seiten. Die sandwichen mich. Sandwich. Ich meine es ernst, Leute, ne? Es ist unmöglich, das zu schaffen gerade hier. Außer man lässt sich einmal erwischen von der einen Kacher in der Mitte. Aber wenn die Große dich erwischt, bist du am Arsch. Deswegen einfach jetzt kurz erwischen lassen von der. Passt schon, ist okay, ist okay. Ist okay, kein Stress. Ja, verpiss dich. So, die ist jetzt weg. So. Weg. Boah, die geht auch noch hin und her. Jetzt geht die auch noch so langsam. Digga, das ist so krank. Ne? Ich mein's ernst, das ist so krank. Wie langsam. Ja, bitte. Schneller, Mann, hol dich doch! Humpelt die wie gestern in der Altstadt. Cool, hier ist ja gar nichts. Ja, wir sind gefickt. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Seh doch. Ey, wenn ich jetzt alles von neu machen muss, dann schmeiß ich den scheiß Controller, ne? Ich mein's ernst. Ihr kleinen, dreckigen Söhne. Ey. Ich raste, Digga, ich komplett aus. Ich mein's ernst. Ich zeige euch das. Ich zeige euch das, Digga. Ich zeige euch das alles, was hier passiert. Jetzt müssen wir nochmal warten, weil jetzt wäre sie ja zu langsam. Weil die da so humpelt. Erst jetzt können wir wieder schneller rennen. Ich raste gleich komplett aus. Wie viel Pech kann man haben? GTA-Pech kommt hier hin in dieses Spiel. Meins ernst, Alter. Oh, und jetzt sind wir gezwungen, uns erwischen zu lassen. Jetzt sind wir gezwungen, uns erwischen zu lassen. Ey. Jetzt sind wir doch aus der anderen Seite rausgekommen, Bruder. Die hat mich einfach umgedreht auf die andere Seite. Ey, habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe mich extra in der Mitte erwischen lassen. Die nimmt mich und schmeißt mich auf die andere Seite. Oh, wir müssen warten, weil jetzt ist sie zu langsam. Du kleine dreckige Hure. Diese Kaspar-Musik geht mir auch hier auf den Sack, Alter. Habe ich das jetzt schon gehört? Ich nehme mir auf den Sack, halt die Fresse. Wo hast du dich versteckt? Ist das eine Kacke, Alter? Ja, guck nach rechts jetzt und verpiss dich. Meine Güte, Alter. Gib mir das auf den Sack hier, diese Stelle, ey. Und wenn wir das jetzt nicht schaffen, ne? Ich schwöre, ich raste komplett aus. Dann ist vorbei. Links, rechts. Aber da ist ja nichts, Franz. Darf ich hinter dich herfahren? Mach mal lieber ein bisschen ruhiger, ein bisschen ruhiger. Jawohl, bitte. Fand, Alter, geht er mir auf den Sack, diese riesen Kachlaui da. Ich schwöre, die fuckt mich so ab, ne? Die fuckt mich so unnormal ab. Diese scheiß Puppe da. Oh, sie dreht sich um. Was eine Tragödie. Ein Pass wie eine Beethoven-Sonate.
Ich hab gedacht, die erwischt mich jetzt, Freunde. Ich mein's ernst. Ich dachte, die erwischt mich jetzt. Ich mein's komplett ernst. Was ist da wieder für eine Schlachte? Zack. Digga, wo geht's jetzt hier weiter, Mann? Ja, wo geht's hier weiter? Warte mal. Ey, Freunde, wo geht's denn jetzt hier weiter, verfickte Scheiße? Hä? Ich meine es gerade komplett ernst, ne? Wo geht's hier weiter? Waren wir hier schon in diesem Raum, Bruder? Ich hab gerade. Moment, lass uns mal in Ruhe gucken hier. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Wir stressen uns. Wir bleiben ruhig und gelassen. Kann ich hier hoch? Bruder, was ist das für ein verficktes Labyrinth hier? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Medizinzimmer, Werkstatt. So. Da bin ich noch reingekommen. Ja. Und wie komme ich jetzt hier weiter? Bruder. Ey. Ah, das ist ein zweigleisiger Weg, okay. Wo kommt da? Wenn jetzt alles von neu ist, ich höre auf. Ich beende die Folge. Ja, das war's, Freunde. Leckt meine Eier bis übermorgen. Tschüss. Dieses verdammte, dreckige